summt denn da so? Ist die Anlage gerade in Betrieb? Klingt doch was. Meist ist ein schönes Wetter, ist das herrlich. Oh. Darf man da hoch? Ja, oder? Sieht. Nicht. Doch nicht. Aber von da sieht man was. Den Weg da unten will ich jetzt. Darf einfach mal wieder entlang gehen. So, worüber denkt ihr heute nach? ich denke, wie so oft, über Gott und die Welt nach. Eins der Themen, die mich heute total beschäftigen, ist, wie viel Mensch brauche ich in meinem Leben? Also im Alltag. Wie viel Gespräch und Nähe und Zusammensein und ja, Geborgenheit vielleicht brauche ich denn? Also ich fühle mich doch jetzt ganz wohl. Also wenn ich mehr habe, ist es dann zu viel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich dran denke, wo mein Freund Urs mich begleitet hat am Bodensee, da ist es mir total gut gegangen. Ich fand das spitze. Das Einzige war halt, wenn er halt später aufgestanden ist und ich hatte Unterricht und ich konnte nicht vor dem Unterricht frühstücken, weil wir zu spät dran waren. Ich musste den Unterricht vor Ort geben ohne Kaffee. Das war ein bisschen stressig, aber gut, ich habe es ja hinbekommen. Und meistens haben wir es ja geschafft, wirklich rechtzeitig aufzustehen, sodass wir noch vor dem Unterricht frühstücken konnten. Und manchmal wäre es sogar schwierig gewesen, weil ich tatsächlich um 8 Unterricht hatte und um 7 ich hatte schon mal um 7 Unterricht. Echt jetzt? Ich hatte am Bodensee um 7 Unterricht, weil eine Bäckerei, die hat um 7 aufgemacht erst und dann hatte ich da Unterricht. Ja. Na gut, aber ansonsten, wenn jemand total lieb ist und sympathisch und humorvoll und ich mich super mit dem verstehe, dann kann ich auch rund um die Uhr mit dem zusammen sein, ohne dass ich davon genug hätte. Also kann ich eigentlich nicht genug davon kriegen. Warum fühle ich mich aber dann jetzt so wohl, obwohl ich jetzt niemanden da habe? Vielleicht kann ich mich gut an die jeweilige Situation anpassen. Also ich meine, vielleicht kann ich grundsätzlich glücklich sein, egal ob jemand da ist oder nicht. Vielleicht bin ich da flexibel. Oder ist es normal, dass man da flexibel ist? Wäre ja auch irgendwo biologisch logisch, dass jeder Mensch auch, wenn er alleine ist, sich wohlfühlt und zurechtkommt, damit er halt auch überleben kann. Aber ich glaube, dass es ziemlich viele Menschen gibt, die das gar nicht wollen. Also entweder das eine nicht oder das andere nicht. Oder nicht zu viel vom einen, nicht zu viel vom anderen. Zum Beispiel nicht zu viel alleine sein oder nicht zu viel Zeit mit einem Partner verbringen. Wenn sie einen haben, dann wollen sie halt viel Zeit in ihrem eigenen Zimmer verbringen oder so. Meistens hat man eine Zwei-Zimmer-Wohnung und dann viel Abstand haben. Ich brauche das nicht unbedingt. Also wenn jemand wie der Urs zum Beispiel neben mir hockt im Auto und er macht irgendwas und ich mache was anderes, null Probleme für mich. Ich glaube, dass es halt einfach typabhängig ist und ich bin eher der Typ, der sehr gut mit jemandem klarkommt, der sehr nett ist. Ich glaube, es ist eher der,
das hängt sehr davon ab, welche Art Mensch das ist. Und eine Art Mensch, die friedlich und humorvoll und sympathisch und interessant und gesprächig ist, ist halt genau mein Ding. Wie komme ich jetzt da hin? Aber ich möchte einfach nicht hierher und körperlich. Natürlich, ja, immer mal wieder Abwechslung. Ja, natürlich, ja. Das ist ja einfach so süß, ja. Ja. Ja, mal was Süßes, mal was Salziges. Mal was Saures. Und wenn ich mich dann auf die Energie-Ampelle, dann schaue ich, ob die auch so viel Zucker drin oder? Ja. Ja, Zucker ist überall drin. Oh mein Gott, ist das schön. Ja. Ich könnte mal einen Videoanruf machen, dass du den Wasserfall hier siehst. Moment, hua! Ich sehe natürlich gar nicht, was unter dem Schnee ist. Also schon gefährlich. Warum? Ich kann nicht Videoanruf irgendwie klicken. Oh, ich muss mir das noch in Google Maps einmerken, dass ich morgen weiß, wo ich da baden will. Obwohl, eigentlich ist es einfach. Ich muss nur von der Schleuse Richtung Süden. Ach, das war am 15. Januar. Ja, bei uns war ja auch im Sommer schon das mit der, du musst dich im Restaurant eintragen und es gibt viel weniger Tische zur Verfügung. Ja. Bei euch war ja noch lange sogar, dass man ohne Maske irgendwo reingehen hat dürfen. Das ist ja irre. Dann noch ohne Telefonnummer zu hinterlassen. Was, wenn jemand erkrankt? Niemand wird verständigt, gar nichts. Du hast hier fast ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ist alles so irgendwie fast halb so teuer oder so. Ja. Das noch dazu. Das ist das gleiche Gefühl sozusagen. Ja. Mein Gott, mein Gott. Wo sind die Fische natürlich ganz süchtig machen? Ja. Also 5 Flüsse, Radweg Tour de Baron. Und 40 Minuten nach Berching zu meinem Café. Das Schiff heißt Rosa Renate. Ja. Aber kommt denn noch ein Schiff? Ja, habe ich doch gesagt, es kommt ein Schiff. Und ich habe gesagt, wenn das Schiff vorbei ist, dann machen wir Schluss, weil mein Handy-Akku sonst bald leer ist. Was hat denn der geladen? Irgendwelche Maschinen oder so von Siemens? Oder ist der leer? Schiff aus der Rosa Renate. Ja. Und schau mal, was der da hat. Sind das Maschinen oder Generatoren oder. So Zylinder irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas von Siemens Energy. Generatoren vielleicht. Das sind wahrscheinlich Transformatoren. Transformatoren, okay. Und da ein Windkraftwerk. Du hast einen Schiffsradar, ist der für Schiffsradar. Keine Ahnung. So. Hast du geklärt? Aber jetzt. Ich liebe diesen Ort. Total. Und das ist mein Lieblingscafé in diesem Ort. Da neben dem Tor. Dem gibt es immer eine Breze dazu, wenn man einen Kuchen und einen Kaffee hat. Und das ist ein Käsekuchen
Mit Heidelbeeren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber entweder ist es ein Wendeplatz für riesige Dampfer oder damit zwei Dicke aneinander vorbei können, damit einer ausweichen kann und andere durch kann. Oder zum Wenden. Wahrscheinlich beides. Beides möglich hier. Und hier ist alles total überschwemmt. Und ich bin K.O. Bin kurz vor dem Ziel, also vom Auto zurück. Also ich schätze mal noch eine halbe Stunde oder so bis zur Schleuse. Und richtig K.O. Ist halt anstrengender, durch den Schnee zu gehen. Manchmal hat man hier so die Möglichkeit, am Rand in der Spur zu gehen. Aber manchmal ist es da ein bisschen glatt. Ich bin lieber im Schnee, aber das ist halt ein bisschen anstrengender. Und ja, man kann ja nicht irgendwie alle zwei Kilometer irgendwo sich hinsetzen. Weil ich bin jetzt verschwitzt und es hat auf jeden Fall nicht mehr als 0 Grad. Also kann ich nicht sitzen bleiben. Vorher zum Kaffee trinken war ich halt, habe ich mich hingesetzt, aber habe halt schon drauf geachtet, zu schauen, ob mir irgendwie in kleinster Weise irgendwie kalt wird. Aber wenn es mir kalt geworden wäre, wäre ich sofort aufgestanden und wieder rumgegangen und hätte halt den Rest später gegessen. Ja. Wie gesagt, ich mag den Winter nicht, aber er ist, wenn er so ist, hübsch anzuschauen. Aber ich habe echt die ganze Zeit jetzt überlegt, wenn nächsten Winter wieder Lockdown ist, will ich hier sein oder nicht? Echt, ich frage mich, wieso ich überhaupt überlege, weil wer will schon im Winter hier sein, wenn er keine Standheizung hat? Und wenn Lockdown ist und nichts offen hat, wer will das? Niemand. Also nächsten Winter bin ich nicht hier. Mit Sicherheit nicht. Die Frage ist, wo fahre ich hin? Entweder Süditalien oder Südfrankreich, ist aber auch teilweise kühl. Aber natürlich nicht, bei weitem nicht so wie hier. Normalerweise sowas wie plus 10 Grad oder so. Oder Spanien natürlich. Tja, das ist die Frage. Wohin? Aber ich habe ja noch 3 Jahreszeiten, um das zu überlegen. So, ich bin zurück bei der Schleuse, wo in der Nähe mein Auto ist. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ich in den letzten Tagen das schon wieder nicht geschafft habe, beim Bäcker nichts zum Essen zu kaufen und zweimal mich wieder nicht dran gehalten habe, dass ich keinen zweiten Kaffee wollte. Es ist ja wohl eine tief verwurzelte Überzeugung offensichtlich, dass das was Gutes für mich ist. Ein Genuss. Das war ja auch schon das Problem mit den Zigaretten, dass ich ja da der festen Überzeugung war, das ist gut für mich, das ist eine Belohnung für mich und so weiter. Und dem ist ja nicht so. Also Kohlenhydrate braucht der Körper nicht, kann er selber herstellen. Deswegen muss man die nicht zu sich nehmen. Im Gegenteil, wenn man die zu sich nimmt, hat der Körper zu viel davon und bildet Fettreserven. Wer will das? Ja, also, und ich habe ja in Wolfratshausen vor ein paar Wochen mal angefangen, mir einmal am Tag einen Obstsalat und einmal am Tag einen normalen Salat zu machen. Mein Gott, war das aufwendig. Und noch dazu mit den kalten Händen, weil ich heize ja das Auto für den Unterricht und nicht fürs Kochen. Entsprechend ist es halt dann nach dem Unterricht schon kalt im Auto.
Aber ich fahre ja nicht 5 bis 10 Kilometer umeinander, um das Auto zu heizen, damit ich dann Wärme in der Küche habe. Sondern ich halte es dann einfach aus mit den kalten Fingern. Aber das ist ein Schmarrn. Das ist einfach nur zeitaufwendig und so geht's nicht.